So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben natürlich wieder mal einen Adventskalender, aber nicht nur einen. Diesmal gibt es sogar zwei. Ich verzichte sogar diesmal auf dieses komische Intro, was so ewig lange ging. Wir starten direkt in die gemütliche, weihnachtliche Phase. Adi ist auch da. Den habe ich nämlich hier eingesperrt. Den seht ihr eigentlich hier hinter mir. Da ist der Adi, der hat sich versteckt. Da ist der Bier-Adventskalender. Ihr kennt das ja vielleicht vom letzten Jahr von der Firma Kalea. Hatten wir einen Bier-Adventskalender mit 24 leckeren Biers plus einem Verkostungsglas und einem Büchlein, wo man dann immer Noten vergibt. Und der Adi hat auch was. Dem Adi habe ich nämlich hier, beziehungsweise Pupsi hat das gemacht. Pupsi hat dem Adi hier einen schönen Adventskalender für Katzen mitgebracht. Das ist doch genial, oder? Erstmal gekotzt. Adi, was sagst du dazu? Hast du Bock? Willst du was? Wollen wir mal reingucken, wo hier die 1 ist? Und wenn wir die 1 gefunden haben, die 1 ist hier unten. Wir machen die 1 mal auf. Wir gucken mal, was da drin ist. Zack. Hey, Futter! So, wie kommst du jetzt da ran? Guck mal. Ja, das komisch, oder? Wie man jetzt da... Junge, Adi fühlt sich veräppelt. Wir machen das mal kurz in die Hand und gucken mal, ob der Adi das essen kann. Oh, und alles fliegt rum. Was für ein Schwachsinn. Wir gucken noch mal hier, Adi. Das ist dein Türchen Nummer 1. Okay, er hat eins genommen und für den Rest haut er ab. Wir legen es dir mal hier hin, da kannst du in Ruhe essen. Lass es dir schmecken, alles Gute, 1. Dezember. Junge, 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 der hat aber wieder Kohldampf. Und wichtig für uns, wir müssen uns erstmal hier unser Glas rausholen, ja? Wie Pull. Das verstehe ich, Nigga. Ach Mann, was ist... Was für eine Vorbereitung. Pull heißt, ich will das Glas haben. Das Glas. So, wie schön einfach das funktioniert, oder? Guckt euch das doch an. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Weihnachtskalender. Und hier haben wir auch das Büchlein und das Verkostungsglas. Darauf kommt es nämlich an, denn hiermit werden wir die ganzen Biers testen. Ja? Und hier wichtig das Buch. Tipps für die richtige Bierverkostung plus mit dieser Tabelle hinten, wo ihr eben alles eintragen könnt. Ihr schreibt die Sorte auf, welche Sorte ihr hattet. Ihr schreibt dann hin, ihr gebt eine Note für das Ihr gebt eine Note für das Etikett, ihr gebt eine Note für Farbe und Schaum, ihr gebt eine Note für den Geruch und eine Note für den Geschmack. Dann könnt ihr die zusammenzählen, könnt Punkte gesamt und den Rang eintragen. Der Rang wird natürlich erst ganz am Ende, wenn ihr alle probiert habt, getestet. Ansonsten habt ihr hier halt viele schöne Bilder drin. Deswegen sage ich immer, ihr könnt euch auch die Beer-Tasting-App noch runterladen. Ihr habt die Informationen, Hopfen, was, wie, wo. Das kennen wir ja alles ungefähr vom letzten. Genau wie hier die einzelnen Farben, welche Farbe, welche Biersorte an sich hat. Oder welche Zutaten, was darin ist, was da reinkommt. Finde ich also genial. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Immer einzeln bewertet in der Kategorie jeweils 0 bis 5 Punkte. Die Biere mit den meisten Punkten haben die Verkostung gewonnen. Viel Spaß beim Verkosten. Das also der Bier-Adventskalender von Kalea 2020 in der Deutschland-Edition. Es gibt auch die anderen. Das sind jetzt aber die deutschen Biere. Wir werden direkt mal anfangen mit der Nummer 1. Und die Nummer 1 ist diesmal hier oben. Steht da jetzt immer überall Pull dabei, ja?
Ja, vielleicht hätte man erst. Ich glaube, man hätte erst das ganze Ding aufmachen müssen und die Pappe rausnehmen. So wie das ausschaut. Hey! Und jetzt schnell wieder so zumachen und tun, als wäre es nie so gewesen. So, da sind wir schon wieder zurück und wir haben jetzt hier das erste Bier im Kalender. Das ist ein Perlenzauber Hopfenweise. Das hat 5,0%, okay. Hier oben ist auch eine Eule drauf auf dem Deckel. Hier ist eine Eule, hier ist so eine junge Dame, ne? Die schreit um Hilfe auf jeden Fall, keine Ahnung, sie hält auch schon so die Hand hoch wie nein, nicht ins Gesicht. Und sieht aus wie bei einer Schiffsluke, vielleicht ist das auch eine Meerjungfrau. Oder das Schiff ist gerade untergegangen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Perlenzauber kennt man, war in den anderen Kalendern auch drin. Hier Hopfenweise, muss ich sagen, rein vom Etikett, ihr wisst 0 bis 5 Punkte. Das ist mir ein bisschen zu düster, zu grau, zu einfarbig, zu böse. Also, gerade mit dem Bild, ja, die hat ein Bikini an. Eigentlich wirkt das richtig creepy, wenn ihr auf einem Schiff seid, in einem U-Boot, und draußen schwimmt so eine Frau vorbei und drückt ihre Hand gegen die Scheibe und ruft um Hilfe, dann kriege ich eher Angst, als dass ich denke, oh, erstmal ein Bier trinken. Hä? Also, sieht aus wie in einem brutalen, kranken Horrorfilm. Ansonsten ist es halt überall so grau. Die Farben, naja, gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Da das sowieso komplett, ich will nicht, wir sind mal richtig hart. Wir geben 1 von 5 Punkten für das Etikett, weil ich dem leider gar nichts abgewinnen kann. Andere würden sagen, hey, das ist voll schön gestaltet und so. Etikett auf jeden Fall 1 von 5. Dann haben wir hier den Nagelzwicker, weil ich jetzt kein Feuerzeug habe. Damit versuchen wir immer, die Biers aufzumachen. Gut, ich glaube, für die zweite Folge werde ich mir wieder ein Feuerzeug holen. Dann geht es natürlich um Farbe und Schaum. Wir füllen das also jetzt hier ein. Wir sind drauf. Achten, dass wir das schön hier haben. So, der Perlenzauber. Das Gute ist, ich nehme das hier am 1. auf und muss schon gleich danach die Folge für den 2. Dezember auch vorproduzieren. Das heißt, ich kann mir gleich 2 Bier reinhauen. Ja, und irgendwas passt nicht, ne? Bei den letzten 24 Türchen letztes Jahr habe ich es immer geschafft, das ganze Bier in das Glas reinzufüllen. Dafür habe ich diesmal ja Schaum, den ich sonst nicht hatte. So, wie sieht das aus? Farbe und Schaum. Sieht ein bisschen trüb aus, finde ich. Also das hat nicht diese normale goldene Note, das hat eher diese gelb-wässrige Note. Schaumkrone sieht ganz gut aus. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, liegt aber wirklich am Einschenken. Dadurch, dass die Farbe mich nicht ganz so anspricht, bisschen ausgewaschen aussieht, würde ich für Farbe und Schaum trotzdem... Wir müssen es vernichten, oder? Wir vernichten es heute. 2 Punkte. 2 Punkte bei Farbe und Schaum. Als nächstes kommt dann der Geruch. Riecht typisch wie ein Weizen. Riecht schon wieder nach Bananenweizen, auch ohne dass Banane drin ist. Wer jetzt darauf steht, so eine süßliche Note, es riecht irgendwie auch immer so ein bisschen faulig. Eine süßlich-faulige Note, also Geruch. Da würde ich trotzdem auch nur eine 2 geben. Ein bisschen säuerlich ist es auch dabei. Also Geruch auch 2. Wir geben dem heute wirklich das Schlechteste. Und jetzt der Geschmack. Es schmeckt sicherlich genauso, wie es riecht. Das finden wir aber jetzt raus. Nehmen wir mal einen kleinen Hieb. Ist etwas wässrig. Dieses Säuerliche kommt nicht ganz so durch. Bin ich eigentlich begeistert, ja. Trotzdem weicht das komplett ab von dem typischen Biergeschmack, den man sonst eigentlich hat.
Man kann es auf jeden Fall trinken. Aber irgendwie ist das noch kein richtiges Bier, würde ich sagen. Es hat zwar trotzdem 5-0. Wenn ihr sonst 5-0 habt, dann ist das richtig herb. Das ist nicht herb. Das könnt ihr theoretisch besser reintrinken in Massen. Weil das schmeckt einfach wie Wasser, wie ein bisschen so bitteres Wasser mit säuerlichem Geschmack. Das ist ja fast schon wie ein Alkopop, ne? Trinken kann man es auf jeden Fall gut. Mir fehlt trotzdem noch ein bisschen was. Hat ein bisschen säuerlichen Geschmack noch, aber nicht so stark wie sonst. Geschmack würde ich auch jetzt eine 2 geben. So sind wir bei... Ich habe die Punkte vergessen. Gut. Wenn ihr die... Zählt mal die Punkte zusammen. Schreibt mal unten die Punktzahl rein, die das Bier erreicht hat. Insgesamt, das müssten, glaube ich, 1, 2, 7 Punkte sein. 7 von 20 ist auf jeden Fall nicht viel. Wenn es keine 7 waren, wenn es was... Nehmt mir die Arbeit ab. Schreibt unten rein, wie viele Punkte es ist, wie viele Punkte ich vergeben habe. Dann kann ich das schöner zusammenzählen und eintragen. Habt ihr euch auch so einen Bier-Adventskalender gegönnt oder habt den überhaupt schon mal gesehen? Oder würdet ihr das auch machen? Was habt ihr für einen Adventskalender? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.